Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Raft mit Voucher und mit unserem Captain Alderle. Schön, dass ihr da seid. Ihr seht schon, kleine Insel voraus. Ich war bereits tauchen, habe uns ein bisschen Metallschrott unten rausgeholt, denn wir brauchen für den Ausbau vom oberen Deck auf jeden Fall Materialien. Ich dachte mich halt kurz an. Wir fetzen einmal noch kurz das Holz holen, würde ich sagen. Und ich warte gerade noch, bis es aufhört zu regnen, dass die Insel auch ein bisschen schön in der Sonne glänzt. Es müsste früh morgens sein. Wir gehen gleich frühstücken. Und dann sausen wir auch direkt hier wieder los. Und während wir dann zur nächsten großen Insel fahren, würde ich gerne hinten den Bereich heute ausbauen. So, dass wir halt auch jetzt unten die Beete, ihr seht ja, wir haben hier zwei Beete, vier stehen noch vorne, dass wir die ausbringen, dann haben wir auch immer stetig Holz, ne? Jo, ein bisschen Haifischfleisch habe ich, glaube ich, auch noch. Ich zeige euch gleich, was die Ausbeute war. Ich will nur mal die Köder hier verangeln, ne? Also hier 24 Metallschrott habe ich rausgeholt, 9 Metall. Den Rest, den ich so noch eingesammelt habe, habe ich bereits eingeräumt. Einmal Bruce gemacht, ne? Also nichts Aufregendes. Haben wir jetzt über die Staffel hinweg schon ganz, ganz oft gemacht. Und Sand und Lehm und so habe ich im Moment noch nicht den Riesenbedarf. Ton für die Schälchen, fürs Futter haben wir auch noch. Ja, ich würde sagen, eine große Insel geht auf jeden Fall noch. Händler T2 freischalten und ich glaube, dann haben wir uns verdient, den nächsten Spot anzuchippern. Da werden wir natürlich dann aber auch ganz gemütlich hinfahren. Und wenn wir sehen, dass er nicht mehr weit ist, hauen wir die Motoren einmal an und dann ist gut. So, wie viel hast denn du jetzt noch? Komm, die drei Würmer machen wir noch eben fertig zusammen. Und dann haben wir uns auch ein Frühstück verdient. Ich nehme an, bis dahin hat es auch aufgehört zu regnen. Seid ihr da? Habe ich euch zugeschaltet? Sieht so aus, als wärt ihr da. Ich bin gespannt, ob es uns dann für T2 reicht. Jetzt machen wir gleich mal die Müllsammlung, weil wir haben ja auch Müllwürfel gepresst für den Händler. Und ich glaube, ja, Bruce Beiß, der ist auch schon wieder da. Ich glaube, wir müssten 4, 5 Würfel unten drin haben. So langsam aber sicher sammelt sich's. Machen wir gleich die Lahmen noch einmal fertig. War das der letzte Wurm jetzt? Ne, ist immer noch einer drauf. Super, da kommt was zusammen. Metalldetektor habe ich gar nicht getestet auf der kleinen Insel. Sollte man das auch noch probieren vielleicht? Ich muss es mal probieren. So. Jetzt war es das aber mit Ködern. Köder sind verbraucht, sehr gut. Wir trinken. Dann beginnt das kleine Frühstückchen jetzt schon mal hier. So. Salzwasser. Sauberes Wasser. Einmal hier. Und weil ich nicht weiß, wie es bei den Kollegen vorne aussieht. Einen wunderschönen guten Morgen. Haben wir eigentlich noch alle? Zählt ab und zu mal jemand mit? Ich habe keinen Überblick. So, Viecher sind versorgt. Getrunken haben wir. Ah, Mist, ich habe auf dem Grill Zeugs liegen. Oh, dann essen wir heute Eier. So, ich drücke einmal Y. Oh ja, richtig. Ich habe einen Bauhammer gesucht und habe ihn gefunden. Jetzt weiß ich, wo er ist. Hier ist das, das ist das, das ist das. Machen wir das einmal kurz so. Die Angel schieben wir ebenfalls hier nochmal mit rüber. Die werden wir dann wahrscheinlich gleich anpflanzen. Dann haben wir hier Brusic. Ja, so langsam aber sicher, ne? Weil ich halt auch, wenn ich offscreen geschwind was esse, nehme ich natürlich auch mal das gute Zeug für ihn hier. So, ich habe noch einmal Bäume drin gehabt. Die habe ich jetzt mittlerweile auch schon rauskauen. Deswegen können wir hier einsammeln. Ja, dann ziehen wir heute die Strippe hintere. Und dann müsste das normalerweise... Jo, das werden wir doch heute hinkriegen, oder? Jo, was wollte ich denn jetzt noch machen? Wir sind soweit versorgt, wir wollten auf die Insel Metalldetektor testen. Ich werde mir gleich eine Axt bauen und Müllwürfel, wollte ich kurz gucken. Und natürlich nehme ich immer wieder Honig mit. Schullings. Naja gut, die Lahmen könnte man auch noch tatsächlich kurz machen. Da war jetzt nicht allzu viel drin, gell? Ab und zu schmeiße ich auch mal ein bisschen was anderes noch rein. So, 4 Würfel waren es nur. Ich dachte, es wären mehr gewesen. Aber gut, die nächsten sind ja schon auf dem Weg. Hilzic. Und einmal Ihmchen hier noch. Perfekt. Zweimal Wolle. Zweimal Wolle. Hier ist meine Händlerkiste. 6 Dinger davon. Das können wir wieder verkaufen. Das gibt auf jeden Fall Ruf. So, meine Lieben. Ich räume noch kurz die Taschen aus. Dann gehen wir auf die Insel. Ein schneller Abstecher. Jo, mit dem können wir vielleicht, wenn wir Glück haben, heute hinten die Dinger komplett einmal ziehen. Das wäre echt cool. Dann würde ich gerne hier... Oh, wir nehmen ja gleich mal noch ein bisschen mehr mit. Siehst du, haben wir auch ein bisschen Holz. Also das sollte normalerweise reichen, wenn wir Glück haben. Ne? Bum, bum. Für die Verstärkungen, für die ganzen Projekte. Zack. Zack. Kann unten drauf bleiben, brauche ich nachher gleich wieder. Na gut, den kann ich ja auch ab und zu mal ein bisschen warten. Ich muss ja nicht jedes einzelne Honig rausnehmen. Was wollte ich denn noch machen? Ah ja, richtig. Den Grill nochmal beladen. Nehmen wir uns noch einen Brusic. Zack, zack, zack. Zack, Planken drauf.
Und ab dafür. Achso, die Axt, Entschuldigung. Weiterle, manchmal, manchmal. Sag mal, guckt das eigentlich da hinten durch? Ja. Ich bin gespannt hier, wie das aussieht. Wir müssen natürlich noch eine Integration machen von den ganzen Sprinkleranlagen, die ich da plane. Da kommt noch mal ein bisschen was zusammen. Also, 4 Seile, 2 Schrott und 1 Bolzen. Da brauche ich eigentlich nur hier reingucken. Zack, Axt ist gebaut. Jetzt sind wir aufgestellt. Jetzt können wir los. Ja, der ist weit weg. Naja, also hier, es liegt schon noch Zeugs rum, aber jetzt nicht mehr so viel von dem, was ich brauche. Muscheln und so. Im Moment benutze ich sie nicht und wir haben einen super fetten Muschelvorrat noch. Von daher nehme ich nicht immer alles mit, ne? Sonst machst du ja nur mal selber. Und so ist eigentlich ganz schön, dass man mal sagt, komm, heute nehme ich mal nur die Geschichten mit. Heute zum Beispiel habe ich keinen Bock, die Blumen mitzunehmen. Machen wir nur Melonsitsch. Dup-dubi-du. Dup-dubi-du-du. Ich habe auch keine Kiste gefunden unter Wasser. Also mit ein bisschen Glück findet man noch eine Kiste. Aber Holz nehme ich natürlich mit. So, Leute. Dann kommen wir jetzt praktisch nicht Chapter 3, ich hält, ne? Wir sind ja eigentlich erst auf dem Weg zur Kuppel. Wir sind ja erst auf dem Weg zur Kuppel. Ich rede da von Chapter 3. Ist ja noch gar nicht so weit. Gott sei Dank. Gott sei es gedankt, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Schalalala. So, letzter Baum. Hau mal ab, oder? Ajo, dann können wir uns auf den nächsten Spot begeben. Da haben wir ja noch Material offen. Aber... Obwohl, diese Glaskuppelstadt, die braucht auch nochmal seine Zeit, ne? So, hier nochmal geguckt. Blumen lasse ich da, habe ich gesagt. Nö, ist okay. Können wir abhauen. Können wir und sollten wir abhauen. Boah, bin ich erschrocken. Ich habe gerade nur den Schatten unten gesehen. Und dachte, hä, ist jetzt der große Vogel hier auf der kleinen Insel? Ach, ich habe vergessen, den Detektor. Den Detektor wollte ich doch hier checken, weil ich es nicht weiß. Weißt du was, dann machen wir den Haifisch gleich nochmal mit. Dann haben wir auf jeden Fall auch nochmal Fleisch. Oh, du hast zu früh. Oh, du hast viel zu früh, Digga. Jo, es gibt. Bei meinem Glück habe ich die Schaufel nicht dabei. Hey, müssen wir nochmal rüber. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, ja komm, probieren kannst du es. Wird aber nicht viel bringen. Bruce? Lee? Bruzan? Holen wir die Schaufel, oder? In der Zeit machen wir auf jeden Fall den Haifisch auf dem Hin- und Rückweg. Passt schon. Brüß. Boah, jetzt hättest du sogar dreimal erwischen können, wenn du ein bisschen... So, hier gehe ich gleich hoch. Der ist ja auch gleich durch, ne? Ei, die Schaufel. Ja, cool. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier finden. Aber wenn man auf den kleinen Inseln Titan finden würde, angenommen, wäre ich ja jetzt der Erste, der jeder kleinen Insel nochmal anhält. Weil ich jetzt schon ganz Ladegerät. Mir muss ganz ehrlich sagen, mir stinkt es ein ganz kleines bisschen. Hat er mich jetzt hier erwischt? Mir stinkt es ein bisschen, dass ich ständig neue Batterien halt machen muss, ne? So, sind verräumt. Wir ypsilonen uns hier einmal durch. Kennt man ja. Da war nichts mehr dabei. Jetzt behandel den, es ist ja jetzt nicht das Schlechteste, was du hier immer findest, oder? Oder bin ich jetzt gespannt? Habe ich die Schaufel, Leute? Hier habe ich nochmal eine Axt. Hier ist die Schaufel. Oh ja, und dann machst du jetzt die Kokosnüsse weg. Dann fülle ich hier nochmal kurz auf und dann ist alles gut. Dann sind wir mehr oder weniger voll dabei, statt nur mittendrin. Ja, siehst du, das habe ich gar nicht gewusst. Zack. Planken hast du drin. Perfekt. So, und jetzt guck mal. Durch die Routine-Jobs haben wir hier auch wieder einen Vorrat, den wir verwalten können. Ne? Bruce machen wir jetzt noch einmal gesagt, gell? Und dann schaufeln wir. Hallo, mein Freund. Komm nur mit. Komm nur mit an den Rand des Glücks. Kleiner Haifisch, oh yeah. Gerade gesagt. Oh, Alter, was ist mit dir los? Komm, dreh mal ein bisschen schneller, Digga. Oh ja.
So, ich nehme an, auf dem Rückweg dann noch zwei Stiche, dann haben wir's. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube aber, dass wenn es keine Kisten sind, dann ist es eher so Normalzeug, ne? Jo, aber die Anzahl der Sachen, die du dann rausholst, die ist schon phänomenal. Jetzt wissen wir's. Zukünftig Metalldetektor. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich da auch eine Batterie brauche. So. Ja, kommst du angeschlichen, ne? Ich schätze mal noch einmal jetzt. Naja, zweimal was. So, coole Geschichte. Insel erledigt. Materialien rausgeholt für unsere Projekte. Sehr gut. Hau mal ab. Hauen wir ab, machen wir nicht schlapp. Gehen aufs Floß, ziehen wir los. Gerade mal kurz geguckt, ob irgendwo noch ein Eingang war, aber jetzt nicht spontan irgendwas gesehen. Fupp. Wir uns ganz kurz ausrichten. Morgen, meine Süßen. Hallöchen, Popöchen. Windler. Er treibt uns hier dagegen. Machen wir einmal kurz hier richtig rüber, ordentlicher, oder? Und dann. Zieh mal vorbei, oder? Zieh mal vorbei. Lass mal erstmal so eingestellt. Motoren bleiben natürlich im Moment nur aus. Es ist wohl jetzt noch nicht Abend, ne? Ne, ist einfach nur ziemlich regnerisch und trübe. Wir machen ganz kurz einen Check, ob zufällig eine große Insel gerade auf Kurs ist. Ja, nicht so richtig. Ich würde sagen, wir lassen uns dann lieber noch ein bisschen treiben und kümmern uns um den Ausbau. Und zwar einmal kurz runter die Taschen gerichtet, dass ich heute nicht 10.000 Mal ins Lager laufen muss. Hier, ja gut, da war nur noch ein Plastikteil drin. Toolskiste, liebe Toolskiste, ich brauche jetzt die Schaufel erstmal nicht mehr. Metalldetektor brauche ich nicht mehr. Das hole ich mir nachher dann raus, wenn ich mit dem Bruce was anstelle. Dann möchte ich das hier lassen, weil wir später wahrscheinlich noch Bäume fällen werden. Die Geschichte, die Geschichte. Das machen wir hier hin. Kurz einmal rüber. Haifisch, dann gehen wir hoch. Richtig, wir müssen das Haifischfleisch noch in Ordnung bringen. Das kann da bleiben. Seile brauche ich später vielleicht. Jetzt im Moment erstmal noch nicht. Ich nehme uns mal unser Holz mit. Hier, falls ich brusttechnisch was reparieren will, nehme ich das hier mit. Und wir brauchen definitiv die Geschichte. So. Kümmern wir uns. Ja doch, jetzt wird es dann doch dunkel. Das ist in Ordnung. So richtig ziehen tut er heute nicht. Ja? So gebunde, gemischte Ware hier. Das machen wir dann einmal so. Das machen wir so. Zack. Haifisch rüber. Das rüber. Das kriegt er gleich zum Futtern. Pennen. Und jetzt können wir bauen. Jetzt können wir bauen. In der Hoffnung, dass wir die Tiere heute vielleicht schon dahin machen können. Wo ich sie nämlich zukünftig gerne haben würde. Da hätte ich schon Bock drauf. Morgen! Da haut sogar die Möwe aus dem Nest. Passen Sie auf, Alterchen. Mittlerweile haben wir ja die Mitte ausgelotst. Ne? Jetzt hast du gesagt, du willst die Lauffläche hier oben. Die kannst du jetzt auch bis hierher. Dann geht es allerdings nicht weit her, weil hier müssten wir die nächsten Plankos dran zimmern. Und da haben wir ja gesagt, geht's locker mocker bis dahinter, ne? Oh, ich glaube, heute kriegen wir ein bisschen was geschafft hier. Wir haben tatsächlich Mats. So, das müsste der letzte sein. Wieso passt denn der jetzt genau? Hat der letzte auch genau gepasst? Ich werde wahrscheinlich... Oh, da fliegen sie gerade hier oben und wir sehen es nicht, weil es shift. Information. Information. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Und eine, die zu uns gehört, biegt hier ab. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Überall, Ja doch, es passt halt einfach. Komm, bleib mal bei mir. Oh, schön, zwei Stein, zwei Schrott. Was willst du mehr? Oh, und 108 Holz haben wir noch, sehr schön. Da geht ja mal ein bisschen was. Okay, die Seite haben wir schon mal durch. Wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich die Bäume aufgesetzt kriegen. Fällt mir gerade auf, damit wir wieder Holz nachbekommen. Komm, wir gehen mal hoch.
Upla. Boah, das wird schon. Das wird schon. Ich ziehe das durch bis nach hinten. Jetzt pass mal auf. Machen wir hier kurz ganz klar, dass wir mal einen Anfang fertig haben. Wir haben Beete technisch 6 Stück. Das heißt, auf jede Seite kommen 3, die im Tiergehege sein sollen. Hier komme ich hoch, da werden wir dann zumachen. Da würde ich gerne hier eins hinsetzen. Und ich würde gerne. Ich muss halt gucken, aber da komm ich da noch dann durch? Wenn ich das richtig an den Rand setze, ja. Also muss ich leider nochmal wegbauen. Ich dachte nämlich, ich bin am Rand. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich komme hier hoch. Ne? Und dann nehme ich diesen Bereich hier, sobald sie grün werden. Diesen Bereich. So. Das heißt, wir kommen hier locker durch später, weil wir laufen ja auch hier durch. Die Tiere können ja dann hier oben lang. So, und dann haben wir die zwei und die zwei. Und da hinten kommt ja dann wieder der Zaun hin. Das heißt, sie müsste vom Rand her so sein. Und so. Ich nehme an, dass die dann hier schon auch durchkommen. Werden wir allerdings erst sehen, wenn sie es das erste Mal bedient haben. So. Jetzt haben wir ja natürlich später auch die Idee gehabt, dass wir die vielleicht. Na gut, die Bäume mache ich von Hand. Das ist für mich jetzt kein großer Act. Da laufe ich durch, ernte, setze, gieße. Aber jetzt geht's los. Ich hätte eigentlich nämlich gerne hier die Sprinkler integriert. Und wir gucken nochmal ganz kurz auf die Anzeige vom Sprinkler. Ne? Wenn ich den in der dritten Reihe baue, die Felder vor ihm und neben ihm. Die Felder vor ihm und neben ihm. Das heißt, wenn ich jetzt hier 3 rausgehe, könnte ich die Sprinkler seitlich hinten anbringen. Und dann hätten die hier oben die Wiesenfläche. Müssen wir einen kleinen Test machen, wie es aussieht. Das kann ich mich im Moment tatsächlich noch nicht sagen. Wenn ich. Ne, ne, das hätte ich schon gern. Ne, musst du kurz runter, sonst sehe ich es nicht. Machen wir mal eine Seite. Wir können es ja dann rüberspiegeln. Achso, ich muss. Ja, aber es sieht halt besser aus, wenn ich es so mache, ne? Es sieht halt besser aus, wenn ich es so mache. Guck mal her. Zieh es mal. Du musst es nicht komplett durchziehen, sondern nur bis dahin, wo die Tiere später leben. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Ich baue uns nochmal eine Handvoll Nägel. Dann sieht man das von hier, wo wir es gebaut haben schon. So. Einmal. Ach, jetzt kann es natürlich sein. Ah, geht uns gerade das Holz aus. Schade. Wir hatten einiges an Holz. Es ist nicht so, dass wir kein Holz hatten, aber wir haben jetzt halt auch schon wieder ein Projekt am Start. Weißt du was? Ich kümmere mich mal hier schön drum. Dann sollten wir da. Auch die möglich, aber ich möchte jetzt mal die. Komm, wir machen uns mal ein bisschen was anderes. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer Pinien gesehen. Ich würde sagen, die machen wir mal rüber und wir gönnen uns. Ja, machen wir mal hiervon. Machen wir mal die Reihe. So, da ist wieder ein bisschen was zusammengekommen. Nicht die Welt, aber auch jetzt nicht wenig. Also, es passt schon. So, Netze sammeln weiter und wir machen hier 1, 2, 3, zack. 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 Der ist nicht ganz voll. Ich möchte ihn einmal ganz voll haben, bitte. Zack. Zack. Schalani. Kann sein, dass wir nachher Kurs setzen auf eine Insel, auf eine große. Ach so, ja. Mein Fehler. Die brauchen ja frisch Wasser. Aber dann kann ich ja euch hier einmal voll machen, oder? So, nur mal gucken, ob das reicht, aber ich glaube nicht, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Also wegen einem Schluck ist es dann. Das ist natürlich bescheuert. Das ist natürlich bescheuert. Das wollte ich so nicht. Muss ich mal gucken, vielleicht brauche ich das nochmal um. Jetzt im Moment geht es erstmal darum, dass wir überhaupt Holz haben. Oder ich nehme einfach so viel, dass ich 2 Kännchen gießen muss, ne? Also, Tiergehege, schalala.
Dann wäre das die Geschichte. Da oben brauchen wir jede Menge Material. Also das werden wir jetzt nicht einfach so fertig kriegen, weil ich mir das wünsche. Wieso? Hä? Da ist doch ein Dings dran. Wieso macht er das nicht? Warum macht das hier nicht? Ich hab doch da ne Dings dran. Ne, da ist ja ein Balken dran hier, ne? Versteh gerade nicht, warum er... Ah, hier blockiert irgendwas. Was blockiert denn hier? Wisst ihr hier, was da blockiert? Kann das sein, weil wir hier so arg über der Wasserfläche sind? Bin jetzt gerade ganz kleines bisschen verdutzt, verstutzt. Offensichtlich hat er einfach da nochmal eine Verstärkung gebraucht. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Das geht jetzt nur, weil ich da auch ein Ding hingemacht habe, ne? Du, das wird gar nicht billig, das Projekt. Das lass mal kurz abgucken. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. 8 Stück und 3. Weil wir brauchen ja eh mehr Sprinkler. Vielleicht können wir uns kurz 2 Sprinkler bauen. A, zum Testen. B, dass wir die dann nachher fest installiert dort lassen. Komm mal her. Gehen wir runter, dafür haben wir Mats gesammelt. Ich gucke allerdings nochmal eben Wind und alles. Also machen wir erstmal ihmchen hier rein. Wind treibt ins Nordost. Sage ich jetzt einfach mal so. Durch das, dass wir keinen Kompass haben, kannst du es momentan auch nicht wirklich prüfen. Puh. Ja, keine Rolle. Super. Dann ist sie wenigstens. Die ist von Gott gegeben jetzt heute. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Im Moment ist da vorne nichts los. Wir werden wahrscheinlich die Motoren bemühen müssen. Wir werden wahrscheinlich die Motoren bemühen müssen. Es sei denn, wir schnappen uns die. Oh komm, das können wir doch machen. Dann sind wir morgen schon vor Ort, oder? Komm mal her. Ja, wäre eine kleine gekommen, aber ich möchte eine große gerne. Du hast alles voll mit kleinen Inseln. Was mir gerade so aufgefallen ist. Lass mal, wir müssen jetzt Fass eh leer saugen, haben wir gesagt, ne? Komm her, wir hauen die mal kurz an, die Jungs. Ja, einen dritten brauchst du schon. Machen wir mal nur 3. Das zieht uns leer genug. Das eine sah gerade ein bisschen so aus. Entweder ist es einfach nur eine schöne Form. Oder ist es eine besondere kleine Insel. Sie ist so flach. Flitzen wir mal kurz rüber. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Richtig, ich wollte 2 Sprinkler machen, um die schön einzumessen. Jede Seite 2 bis 3 Sprinkler, würde ich sagen. Mal gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Passen Sie auf. Wir brauchen dafür 2 Bolzen gleich. Die hole ich unten, ist klar. Die Leiterplatte brauchen wir 2 Stück. 2 Leiterplatten brauche ich. Das sollte man hinkriegen. Die sieht arg flach aus. Mal gucken, ob ich es schaffe, ohne dass ich jetzt da... So, für die Leiterplatten brauche ich auf jeden Fall 2 Kupferbarren. In dem Fall 4 Kupferbarren. Ich brauche 2 Flabber. Und das war's, ne? 2 Leiterplatten habe ich gebaut. Dann haben wir Bedarf noch an 4 Bolzen. Perfekt. Dann können wir die schon mal anzeichnen gleich. Ja, es ist keine besondere in dem Sinne. Also ja, besonders sind sie natürlich alle auf ihre Art. So, und die, auf die wir jetzt zusteuern. Ja, der muss schon um die Insel rum, ne? Fahren wir mal in die Richtung. 700 Meter kommt eine große, die nehmen wir uns. Gut, jetzt pass auf, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Sprinkler. Nochmal. Wir haben hier Gesamtgehegebreite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und so ein Sprinkler macht 9. Ich mache das jetzt einfach so. Ich denke, pass mal auf. Gib mir mal die kleinen. Vielleicht kriege ich das ja. Da war gerade grün, ne?
So, einmal hier. Und da würde ich dann den Sprinkler hier, der macht dann die Fläche mit. Dann brauche ich... Also bis, der macht jetzt praktisch die Fläche vor ihm. Bis hier. Und dann wäre hier der nächste. Wenn wir später wahrscheinlich noch verstärken unten alles. Ist jetzt nur mal... Der macht dann die Fläche. Das heißt, hier ist nichts. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir bauen hier noch einmal aus. Dann haben wir nämlich das ganze Ding auf 3. Und dann geht es auch später mit den Flaschen besser auf. Schade, jetzt haben wir keinen Matz mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Das machen wir dann dicht. Warte mal schön. Ja, das, das ist jetzt schon zum Scheitern verurteilt, was ich hier mache. Weißt du warum? Weil es arg schnell ist. Hat es sich überhaupt gelohnt? Ich habe keine Ahnung, aber wir haben es erwischt. Wir haben es erwischt. Also, jetzt brauchen wir wieder Holz, jede Menge. Jetzt sind wir aber noch mitten in der Folge gefühlt. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein paar Meter, steuern auf die Insel zu. Dann wissen wir schon mal heute, was uns morgen für eine Insel erwartet. Ich muss mich nur wieder ausrichten, gell? Ich gehe nochmal hoch. Und dann schaue ich mir das Sprinkler-Thema gleich nochmal an. Das gefällt mir nämlich tatsächlich besser, als ich selber gedacht hätte. 3 rechts, 3 links. Und dann haben die auch eine Plattform, wo sie hochlaufen können auf die Grasplattform. Ich finde es total gut. Ja, genau. Ah, wunderschön. Wir sind auch gleich da, sehe ich gerade. Halt, Digga. Richten Sie sich aus und machen Sie sich bereit, reinzuchippern ohne Streit. So. Der Wind kommt von da, das heißt, ich lasse die Motoren an. 400 Meter ist gleich erledigt. Der Bub braucht Essen, der Bub braucht Trinken. Willst genießen, wenn wir drauf zufahren? Müsste man jeden Moment sehen, ne? Du hast jetzt aber schon leer gegessen. Leer getrunken. Perfekt. Komm, wir gucken es uns auch mal an. Mir gefällt es total gut. Ja, das wird so ein richtiges Paradiesdeck. Das wird so ein richtiges Paradiesdeck. Genau, ne? Also nochmal für uns. Der macht bis hierher. Der da macht bis hierher. Und hier müssen wir noch eine Lage dann dran ziehen. Und dann macht der bis hier. Und dann ziehen wir vorne zu und hinten zu. Machen wir uns ein kleines Gatterle rein oder so. Und dann guckt ihr das an. Und dann haben wir hier so eine kleine Palmallee. Da vorne ist dann alles grün. Das wird für die Tiere der absolute Bringerminger. Der Bringerzwinger sozusagen. Ein Bringerzwinger. Ein grüner Bringerzwinger. So, die sieht auch aus wie eine normale Insel. Steuer mal rüber. Ich hoffe, dass der Tank leer gezogen ist, weil dann kann ich den nämlich auch noch umsetzen. Der sitzt mal ganz schwer im Magen. Und wir müssen halt hier die Koordinaten mal irgendwann... Das könnten wir vielleicht mal machen. Wie weit sind wir denn überhaupt weg? 9216, wenn ich hier schon gerade rumhänge. 9216. 2 Kilometer. Ist kein Thema, ist kein Thema. Ja, wie sieht's aus? Nee, ist keine Ding, ne? Ich sehe schon wieder ein Schwein da oben. Ja, aber die machen wir dann flottig. Die machen wir dann flockig. Obwohl, wenn es ein Tier gibt, nehmen wir es natürlich mit. Das Schwein können wir wegmachen. Warum nicht? Hauen wir das Leder halt in die Presse. Das sieht übrigens aus wie die Insel, die wir schon mal gemacht haben. Durch das, dass ich die ganze Zeit habe mich treiben lassen und der Wind im Prinzip mich gelenkt hat. Es kann schon sein, dass wir hier waren. Wobei, nee, da fehlt der Ausläufer hinten, ne? Jo, so ist okay. Kann man ja dann später mal dieses Schalterle bauen, dass ich die Motoren bedienen kann von oben, oder? Warte, ich mach's jetzt so.
Jo, Tank ist leer gezogen. Das heißt, wir können jetzt den Tank umbauen und den Anker ordentlich setzen. Machen wir das heute noch? Wo mache ich denn den Tank dann hin? Ist ja jetzt egal, ich baue den jetzt hier mal ab. Den nehme ich auch mit. Im Moment könnte der Tank für mich einfach da hinten irgendwo dazu. Perfekt. Und wahrscheinlich reicht sogar diese Pipe um. Er speist jetzt hier ein, hier geht die Verbindung rüber, speist hier ein. Also die Verspeisung ist immer noch die, die wir brauchen. Das ist sehr gut. Und jetzt kann ich den Anker holen. Warte mal, ist da ein Handy? Moment. Doch, ja, da ist ein Handy. Sie Aber ich habe einen Lama gesehen, glaube ich. Oder eine Ziege. Lama oder Ziege? Das Lama, was ich hier gesehen habe, ist unseres. Ey, ich habe doch ein Lama gesehen. Hallo? Ich glaube, es war eine Ziege. Ich glaube, ich habe das Lama von oben gesehen und habe das verwechselt. So, naja, hier ist nicht viel zusammengekommen. Also das Holz nehmen wir auch mit von der Insel. Also gut, pass auf, den Anker habe ich hier reingeschmissen. Dann kommt hier ein Stückchen Symmetrie zurück. Fändet ihr es auch cooler, wenn die eine Kurve nach außen, also wenn beide Kurven nach außen zeigen, finde ich es irgendwie cooler. So. Es gibt, glaube ich, für diejenigen, die den Extremmonk haben. Ich merke, dass ich älter werde. Ich werde langsam ruhiger, was das Thema angeht. Aber ich glaube, es gibt eine Mod, dass die Motoren gespiegelt setzen kannst, dass es gleichmäßig schön aussieht. Aber die würde ich jetzt nicht installieren. Ich bin als ganz froh, wenn nicht alles so 100% monkig ist. Mittlerweile. Nicht, weil ich es nicht liebe. Ich liebe Symmetrie, aber ab und zu macht man sich das Leben ja auch wirklich schwer damit. Okay, wir sind durch. Insofern durch, dass wir hier eine nächste Aufgabe vor uns haben. Wir können jetzt im Prinzip eigentlich auch hergehen und den Tank hinten wieder füllen, weil wenn wir nichts haben, aber Sprit. Jupp, soll sich das erstmal verteilen, würde ich sagen. Kiste müssen wir natürlich noch an einen schönen Ort bringen dann. Was haben wir denn hier bekommen? Ist das das BBQ-Thema? Entsafter, einfacher Schmusi. Ein einfacher Schmusi. Ich hefte das alles mal hier hin. Das müssen wir verteilen, sobald man die. Sag mal, die Küche könnte man doch jetzt auch langsam mal angehen, oder? Hajo, haben wir überhaupt. Wir haben noch gar keine Küche gebaut, glaube ich. Weißt du, was mir gerade auffällt? Das Highlight wieder. Ich habe den Anker abgebaut. Naja, ihr wart ja dabei, ihr habt es gemerkt, ich nicht. Aber doch, ich habe es ja auch gemerkt, aber halt sehr spät, sehr spät. Ich bin weitergefahren. Ist halt sonst nichts in der Nähe, gell? Weißt du was, ich sag dir's. Ich sag's dir mal so. Ich glaube, ich bringe uns da morgen dann geschwind trotzdem nochmal rüber. Ja, wir gehen trotzdem rüber. Lass uns mal gerade noch, nicht weil ich jetzt, ich will einfach noch nicht raus, ich brauche noch ein Minütle. Lass uns hier noch einmal gemeinsam ein paar Bäume fällen. Ja, ist einfach weiter. Ich dachte gerade, wieso bewegt sich denn bitte das Fass? Das kann sich doch gar nicht bewegen. Ich habe da einen Anker. Okay, ihr habt's versaut. Tut sich arg schwer, hier mal einen zweiten Samen mit rauszurucken, hier der Bruder. Das mit den Sprinklern da oben, wenn das alles Grünfläche ist nachher, Leute, das wird so geil aussehen. Aber braucht halt seine Zeit, bis wir so weit sind, ne? Ich werde doch jetzt hier nicht im. Ich muss doch jetzt nicht extra ins Lager nochmal wegen. Okay, wegen zwei Seeds ist jetzt schon. Ey, das hätte ich mir schon gewünscht, dass man da immer drauf. Na ja, gut, ist nicht so. Drei Seeds muss ich holen. Mach ich das mal eben. Auf der anderen Seite, sind wir ehrlich, wir haben mehr Seeds, als wir brauchen. So, mein Freund. Dann gehe ich rüber in die nächste Folge, hole ich morgen hier dann an Ort und Stelle ab. Wir navigieren natürlich gemeinsam rüber. Volle Motorenkraft. Können wir nix. So, eine ist noch offen, ne, mit Gießen, ja.
Ja, Gott sei Dank habe ich es jetzt noch gemerkt, sonst wäre mal weg, hätte mich geärgert, weil ich habe nämlich ein Tier gesehen, das wir vielleicht mitnehmen können. Drüben ist auch eine kleine Insel. Ich habe das Gefühl, da waren wir schon. Aber das ist ja auch nicht so, dass die jetzt alle so super unterschiedlich sind. Was nicht wirklich stört. Abwechslung hast du nicht genug. Ach, das ist jetzt das Fass. Ich wollte gerade sagen, wir linsen da durch. Okay, das Thema haben wir. Leider haben wir nicht allzu viel Holz. Sonst hätte ich gesagt, wir könnten jetzt hier Deckel drauf und so weiter. Aber das kommt ja jetzt alles. Wir sind ja dabei, ne? Aber reparieren können wir noch schön. Bruch seine Schandtaten verdecken hier. Das geht natürlich nicht. So, meine Lieben, dann sehen wir uns morgen. Kurz zur Insel rüber. Kurz zum Händler. Neue Köder geholt. Schauen, ob wir Tier 2 freigeschalten haben. Holz nehmen wir mit. Und ich glaube, tauchen brauchen wir jetzt nicht zwingend. Lass ich mal kurz gucken. Da haben wir noch 20 übrig. Ich meine, das geht noch. Beim nächsten Mal wieder, ja? So, bis dann.